bekannte Kanzlerkandidat Steinbrück hat für seine Reden einen Haufen Geld bekommen, zum Beispiel von den Stadtwerken in Bochum. Das finde ich von den Bochumer Stadtwerken gut angelegtes Geld, wenn Sie sich davon etwas Interessantes aus dem Bereich Wirtschaft und Finanzen anhören können, anstatt es für die eigene Verwaltung auszugeben. Deshalb muss Per Steinbrück auch Kanzler werden, dann kriegen wir alle seine Vorträge umsonst und die Gebühren der Stadtwerke können wieder gesenkt werden. Morgen geht's weiter.